Sommer, Sonne und Jujutsu. Im Berliner Olympiapark erleben die kleinen und großen Besucher am letzten Juniwochenende zahlreiche Vorführungen des Berliner Jujutsu-Verbandes und informieren sich bei den anwesenden Vereinsmitgliedern über die Sportart. Der Berliner Jujutsu-Verband beteiligt sich jedes Mal am Familiensportfest des LSB, da es eine gute Möglichkeit ist, unseren Sport den Leuten nahezubringen. In entspannter Atmosphäre können Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine Trainingseinheit mitmachen, um einen Einblick in die Welt der Kampfkünste zu erlangen. Jujutsu ist ein modernes, offenes Selbstverteidigungssystem sowie ein Wettkampfsport mit unterschiedlichen Disziplinen. Dieser ist leicht erlernbar und äußerst effektiv. Und Jujutsu macht Spaß. Erstmal das, und das ist auch für jeden. Das ist nicht nur für junge Leute, das können auch ältere Leute machen. Mit einem kleinen ernsten Hintergrund dahinter, aber im Vordergrund steht eigentlich immer der Spaß. Speziell erlernen die Kids in den Berliner Vereinen durch Spiel und Spaß, sich zusammen auf den Matten zu bewegen und sich mal richtig auszupowern. Wir haben halt einfach mit Musik begleitet, einfach Grundtechniken erstmal gelernt, die man auch die ersten am Anfang lernt, wie man, was passiert, wenn man angefasst wird, was passiert, wenn man geschlagen wird, wie kann man sich ganz einfach verteidigen. Dass sich dieser Sport für Personen jeden Alters eignet, zeigen auch Anki und Peter Brandes vom JKC Spandau. In ihrer selbstentwickelten Seniorencharta demonstriert das Ehepaar wichtige technische und geistige Prinzipien sowie Wirkungsweisen der Kampfkunst. Schließlich muss man immer in der Lage sein, sich der Bewegung des Gegners anzupassen, bis man ihn letztlich besiegt hat. Wir haben bis jetzt unsere Kata mehrmals schon vorgeführt, auch in Westdeutschland, und sind damit sehr gut angekommen, waren alle sehr begeistert. Jujutsu bedeutet nicht nur grob- und feinmotorische Abläufe zu erkennen oder sogar wieder zu entdecken, sondern es entsteht ein völlig neues Körperempfinden, welches dem eigenen Wohlbefinden zugutekommt. Jujutsu ist einfach ein Lebensgefühl, macht Spaß, und alle, die im Berliner Jujutsu-Verband sind, egal in welchem Verein, sind wie eine große Familie. Und genau aus diesem Grund sollten Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu einer Probestunde gehen. Denn der Berliner Jujutsu-Verband freut sich immer auf neue Gesichter.